Es kann nicht sein, dass zum Beispiel aus unseren öffentlichen Medien, die wir bezahlen mit unseren Beiträgen, dass da dieser Müll rauskommt. Und es ist ja nicht nur Müll, sondern dieser Müll löst Angst aus. Und wir wissen halt aus der Psychoneuroimmunologie, dass Angst zwar ein idealer Ratgeber zum Kaufen ist, ja, um den Leuten etwas anzudrehen, aber dass die Angst die Leute krank macht. Das heißt, immer wieder da. Nicht nur, dass es falsche Essen ist, das bewegen nicht mehr. Wir haben einen neuen Faktor, Angst. Ja. Und als diese blöde Covid-Geschichte fertig war, da haben sie den Krieg angezettelt. Ja. Es wäre an uns Deutschen gewesen zu sagen, nie wieder Krieg, wir haben das alles ja gehabt, wir vermitteln da. Was haben wir getan? Wir haben Waffen geliefert. Wie bescheuert sind wir denn? Ja? So. Und das heißt für mich, wenn die Gesellschaft ein Problem hat, die man nicht so einfach umswitchen kann, dann müssen wir diejenigen, die guten Willens sind, und es gibt ja viele, die auf dem Weg sind. Wir haben ja hier in ganz Teil, aber überall in Deutschland gibt es auch einzelne Leuchttürme. Und die sind nur alle zu schwach und zu leise. Und wie wir an Professor Bhakti gesehen haben, wenn man die nicht brauchen kann, stülpt man denen irgendeine elende Mütze über den Kopf, dann sind die stille. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe einen brandneuen Vortrag gefunden vom Dr. Professor Spitz. Richtig, richtig krass, was er in diesem Video sagt. Das musst du dir anhören. Es ist spektakulär. Ich kann es einfach nicht glauben und kann es absolut nur so unterstreichen. Ich habe schon mal ein kleines bisschen reingeschaut. Aber jetzt gehen wir zusammen rein und reagieren mal auf diesen grandiosen Vortrag. Viel Spaß dabei. Das heißt, der Einzelne hat keine Chance. Wir müssen also zusammenorten, im wahrsten Sinne des Wortes, zusammenschließen. Wir brauchen eine Gesundheitslobby. Die gibt es nämlich nicht. Es gibt eine Lobby für Waffen, es gibt eine Lobby für Ernährung, es gibt eine Lobby für, aber nicht für Gesundheit. Und wir brauchen eine Gesundheitslobby, wo hoffentlich alle reinkommen und als ein kleines Werkzeug, um denen, die da drin sind oder rein wollen, zu helfen, ist das Haus der hellen Köpfe, weil da wollen wir denen, die fachlich etwas wissen, aber in den Strukturen nicht so gut sind oder im Network nicht so gut sind, denen eine Möglichkeit anbieten, dass sie in diesem Netzwerk tätig werden können. Ja. Wir brauchen einen repräsentativen Anteil der Gesellschaft in dieser Lobby für Gesundheit, damit wir uns aus dem Fenster lehnen können. Damit es nicht ein einzelner Depp ist oder ein Schwurbler oder sonst was, sondern es ist ein repräsentativer Anteil der Gesellschaft, der sagt, das ist falsch, was ihr tut. Ja, wir haben genauso Wissenschaftler, wie ihr die habt und wir haben genauso Forschung und das ist so und so und so und was ihr macht, ist falsch. Mit der gleichen Berechtigung, wie ihr das sagt und nicht den Einzelnen platt machen. Ja. Wenn ich mir überlege, dass aus dem Wort Querdenker, was vor 30, 40 Jahren ein Ehrentitel war, dass da ein Schimpfwort draus geworden ist, also unfassbar. Das ist natürlich richtig krass. Heutzutage kann man sich kaum noch gegen den Mainstream, ja, oder gegen irgendwas, was irgendwie gerade ja, das Monopol hat, auflehnen, weil man weiß, man wird sofort klein gemacht, man wird sofort als Querdenker hingestellt, als Nazi, als Rechtsradikaler, ja, und so weiter und so fort. Ja, diese Verschwörungstheorie ist schon richtig eine Keule geworden. Ja, das höre ich auch immer wieder, auch in der spirituellen Szene hört man das natürlich extrem krass. Und das ist schon schade geworden. Ja. Also es ist heutzutage, man muss sich ja schon, wenn man keinen starken Geist hat, dann muss man sich dem Ganzen beugen. Und das, so wie der Dr. Professor Spitz das da sagt, das ist echt unglaublich. Aber ja, schauen wir mal, was er so weiter zu berichten hat. So, und das kann man nicht stehen lassen. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum ich zu dieser Kulturgeschichte gekommen bin. Es ist klar geworden, durch die Forschung klar geworden, dass der Mensch ein Teil der Biomasse dieser Erde ist und er steht in konstantem Austausch mit der Umwelt. Ja? Wenn wir uns anschauen, wir kommen auf die Welt und sind also ein kleines Fitzelchen, eine kleine Eizelle befruchtet. Und alles, was dazukommt, hinterher vom 120 Kilo Mann daraus zu machen oder 70 Kilo Frau, das kommt aus der Umwelt. Und wenn die Umwelt jetzt das Falsche bietet, dann kriegt dieser Körper, der im Aufbau ist, das Falsche. Wenn einer sich nur von McDonald's ernährt, der wird zum Big Mac zum Schluss. Ja? Und diese Einsicht, und wir wissen auch inzwischen, dass es wirklich so funktioniert, nicht nur mit dem Essen, sondern wir wissen, dass viele Pflanzenstoffe, die wir mal gegessen haben, früher und jetzt nicht mehr haben, unsere Gene in den Zellen steuern. Das ist also nicht nur ein paar Antioxidantien, wie wir das vor 20 Jahren gelernt haben, sondern seit ungefähr 5 bis 10 Jahren haben wir die Epigenetik. Das heißt, wir wissen, wie die Gene gesteuert werden. Und das geschieht mit Umweltfaktoren. Und wenn diese Umweltfaktoren nicht da sind oder falsch sind, dann steuern wir diesen Organismus falsch.
Und das ist ja nicht nur das. Selbst beim Fleischkonsum da draußen hat man schon in der Epigenetik heute festgestellt, dass es unsere Gene verändert. Ich weiß, jetzt trigger ich wahrscheinlich wieder 1000 Leute da draußen. Was? Fleisch ist gesund. Wir brauchen das Eiweiß. Ja, es ist schon immer so gewesen, dass tierische Produkte für den Körper wichtig sind, für den Muskelaufbau. Aber das ist leider ein Irrtum. Wir brauchen die Aminosäuren. Wir brauchen das First-Hand-Protein, nicht das Second-Hand-Protein. Ja, die Kuh. Alle Tiere essen erstmal Graspflanzen, um ihr Protein herzustellen. Ja, sie kriegen die freien Aminosäuren und bekommen so schneller Muskulatur, so schneller bauen ihren Körper auf. Und wir töten dann das Tier, ja, nehmen, essen dann sozusagen den Tod auf. Energetisch hat das ja ganz, ganz viel zu zeigen. Ja. Wir essen die Angst aus dem Tier, die Zellen, die Emotionen, die das Tier hat beim Sterben, sozusagen essen wir auf. Und daraus baut sich dann unser Körper. Ja, das ist Secondhand, das braucht kein Mensch. Wir brauchen frische Aminosäuren direkt aus der Pflanze. Das können wir verarbeiten. Das kann unser Körper verstoffwechseln und muss dann nicht dieses Eiweiß aufspalten, ja, aus dem tierischen Produkt. Baut daraus ganz viele Abfallstoffe wie Ammoniak und so weiter, ja, das alles gepuffert werden muss aus den Elektrolyten. Aber ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, das ist ein Thema für sich selber. Wir schauen jetzt mal, was der Herr Professor Spitz noch restlich zu sagen hat in seinem Vortrag. Der fällt dann nicht tot um, aber er wird krank auf Dauer. Er wird erst schwach und auf Dauer wieder krank. Und mit den schulmedizinischen Maßnahmen kommen wir nicht hin. Wir müssen die Umwelt wieder ändern. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich, wir haben drei Umwelten. Wir haben die alte natürliche Umwelt, die wir versaut haben und verlassen haben zum Teil. Wir haben eine neue technische Umwelt, die nicht gut für uns ist. Und wir haben eine dritte Umwelt, die häufig vergessen wird, das ist soziale Umwelt. Mhm. Ja, wir haben früher in großen Gruppen gelebt, wo man sich gegenseitig abgepuffert hat. Und heute leben wir in einer toxischen Zweierbeziehung oder Dreierbeziehung. Mhm. Ja, die Ehe, die heute noch übrig geblieben ist, die ist toxisch, weil irgendwann kommt es zur Auseinandersetzung. Und wenn ich diese Auseinandersetzung nicht in der Gruppe abpuffern kann, dass man sich auch mal aus dem Weg gehen kann für ein paar Tage, ein paar Wochen, dann geht man abends mit dem Zorn ins Bett, mit dem morgens aufsteht. Ja. Und nicht nur das, ja, unsere Gesellschaft ist heutzutage zu einer Konkurrenzgesellschaft geworden. Ja, die meisten Menschen wollen immer besser sein wie alle anderen. Niemand mehr unterstützt sich gegenseitig. Ja, wir sind immer im Vergleichen, im Bewerten und Verurteilen. Und das zerstört unseren Geist, das zerstört unsere Zellen, unsere DNA. Und wir degenerieren mit der Zeit immer mehr. Deswegen schau, was du tust, schau, was du konsumierst, schau, was du isst, schau, was du, wohin du in deinem Leben deine Aufmerksamkeit lenkst. Wenn du Unterstützung möchtest bei diesem ganzen Prozess, dann schau doch mal bei mir auf meiner Website vorbei. Ich gebe ganz tolle Coachings, um Menschen zu helfen, ihren Bewusstseinsprozess in die Gänge zu leiten, um zu verstärken, um sich selbst zu erkennen, auszubrechen aus dieser alten Matrix des Opfers und des Mangels und in sein starkes Selbstbewusstsein zurückzukommen. Wenn dich das Ganze interessiert, dann schau unter diesem Video in der Infobox die ganzen Links, komm auf meine Homepage www.danielwörner.de, abonniere diesen Kanal, gib mir einen Daumen nach oben, drück die Glocke, falls du das noch nicht gemacht hast, dann sehen wir uns in Kürze beim nächsten Video. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.